Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, heute zu diesem Video, in dem wir uns gemeinsam mal der Frage widmen wollen, Network Marketing haupt- oder nebenberuflich. Ist ja sicher ein Thema, was unheimlich vielen unter den Nägeln brennt. Irgendwann ist der Zeitpunkt, wo man sich als nebenberuflicher Networker Gedanken drüber macht. Soll ich das machen? Ist das was für mich? Und wenn ja, ab welchem Zeitpunkt? Ich würde gerne, dass wir hier gemeinsam möglichst viel dazu tun, zu diesem Video, damit wir möglichst vielen auch jetzt mal die unterschiedlichen Sichtweisen auf die Dinge zugänglich machen können. Deswegen fangen wir gleich mal mit ein paar Fragen an, die ihr bitte mal recht fleißig hier kommentiert unter diesem Video. Als erstes, bist du aktuell Nebenberufler oder Hauptberufler? Wenn du Nebenberufler bist, trägst du dich mit dem Gedanken einer Hauptberuflichkeit oder sagst du, nee, ist gar nicht angestrebt? Wenn du Hauptberufler bist, würde mich interessieren, wie war das bei dir? Ab wann warst du das? Wie ist die Story dazu? Vielleicht mal auf ein, zwei Sätze. Falls du Nebenberufler bist und dich mit dem Gedanken der Hauptberuflichkeit trägst, welche Kriterien setzt du aktuell voraus? Ab wann ist für dich der richtige Zeitpunkt? Machst du das ab einer zeitlichen Zugehörigkeit fest? Ab einem bestimmten Umsatz, den du hast? Oder ab einem bestimmten Verdienst? Bestimmte Provisionserlöse, die du einnimmst? Und wenn ja, wie lange sollte denn dieser bestimmte Verdienst kommen? Ja, oder wie lange solltest du diese Einnahmen haben, bis du dich hauptberuflich machen möchtest? Und vielleicht noch die letzte Frage, damit wir das mal von unten und von oben, also von beiden Seiten mal so ein bisschen beleuchten. Es gibt ja auch immer noch die Sicht der Führungskräfte, der Uplines im Network Marketing. Wie ist es bei dir üblich in deiner Company, in deinem Team, in deiner Struktur? Bist du eine Führungskraft, die neue Partner proaktiv in die Hauptberuflichkeit führt? Also ist das sozusagen vom ersten Tag ein Thema, möglichst schnell oder zeitnah diesen Status der Hauptberuflichkeit zu erreichen? Oder gehörst du zu denen, die sagen, nee, ist nicht das Thema, es macht jeder so, wie er will? Und wenn jemand der Meinung ist, dass er hauptberuflich werden muss, dann macht er das ab dem Punkt, wo er das auch für vernünftig hält oder eben halt auch nicht. Aus meiner Sicht, beziehungsweise meine Sicht der Dinge, ist heute eine komplett andere wie noch vor 20 Jahren. Ich möchte euch da meine Geschichte, meine Erfahrung, meine Sicht auf die Dinge kurz darlegen. Also als allererstes mal eine Aussage, die da heißt, ein zufriedener Nebenberufler, das habe ich damals nicht gewusst und auch noch nicht so gesehen, ein zufriedener nebenberuflicher Networker ist aus meiner Sicht mehr wert wie ein unzufriedener Hauptberufler. Was bedeutet das? Die Amis sagen, you can't take your rank to the bank. Also du kannst deinen Rang nicht zur Bank tragen. Also was nützt dir das, wenn auf deiner Visitenkarte draufsteht, hauptberuflicher Networker oder wie auch immer dieses Ding dann heißt bei dir, du aber nicht den Verdienst hast, den du eigentlich brauchst, um eine Hauptberuflichkeit zu bestreiten. Oder ein bisschen intensiver ausgedrückt, heißt es auch, eine Führungskraft im Network Marketing, und es sind Hauptberufler, ohne Kohle, ist wie ein Wolf ohne Zähne. Ja? Und hier mal ein bisschen weiter ausgeholt, wie das bei mir oder bei uns war. Ich komme aus einem Vertrieb, wo das immer forciert oder angestrebt wurde von der Seite der Führungskräfte. Also die Hauptberuflichkeit war ein Riesenthema vom ersten Tag an. Es hieß, wenn du dann Hauptberufler bist, dann kann man richtig durchstarten, dann wird alles besser und dann geht es richtig vorwärts. Und ich weiß, dass das in vielen Network-Firmen auch so kommuniziert wird. Und da geistert ja dann auch immer so diese Umsatzgröße. Ja, wenn ich dann mal irgendwie 10.000 im Monat verdiene, dann mache ich mich hauptberuflich und ich will unbedingt in die Hauptberuflichkeit und dergleichen. Also bei uns gab es sogar ein Seminar damals. Ja, das hieß der hauptberufliche Networker. Und da wurde das geschult und da wurde drüber gesprochen, was so zu beachten ist und wie die Kriterien und wie die Grundlagen dafür sein müssen, um sich dann hauptberuflich selbstständig zu machen. So, gesagt, getan, das war dann auch relativ schnell der Fall bei mir mit dem Ergebnis, dass ich ab dem Tag, wo ich in die Hauptberuflichkeit gewechselt bin,
wie soll man mal sagen, schlechtere Ergebnisse hatte. Also diese Vision oder diese große Motivation, dass es dann weiter steil nach oben geht und dass diese Kurve dann exponentiell nach oben geht, die war nicht da, diese Situation, beziehungsweise ich hatte die Ergebnisse nicht in der Praxis und die hatte ich aus zweierlei Gründen nicht. Und die solltet ihr bedenken, wenn ihr in die Hauptberuflichkeit geht. Also als allererstes, man plant ja immer so gewisse Umsatz- oder Verdienstgrößen. Man sagt so, wenn ich dann mal kontinuierlich, ja, bei uns war das, ich kann es euch gar nicht mehr sagen, aber wenn ich dann mal kontinuierlich 5.000 Euro einnehme, wenn ich dann mal 3 Monate 5.000 Euro habe oder 6 Monate 8.000 oder wie auch immer, dann gehe ich in die Selbstständigkeit. Also als allererstes, das, was du heute planst, wenn du sagst, ich brauche heute ein halbes Jahr lang 5.000 Euro, dann sage ich aus meiner heutigen Sicht, das ist wie wenn man ein Haus baut und man plant dafür 250.000 ein, es wird am Ende, wären es 350.000. Ja? Also man kalkuliert selber immer zu wenig oder zu knapp. Deswegen kann ich schon mal sagen, wenn du heute sagst, 6 Monate 5.000 Euro, dann sage ich, okay, es sollten mindestens 10 Monate 8.000 Euro sein. Nehmt mich da jetzt mal bitte nicht beim Wort. Diese Zahlen habe ich jetzt nicht kalkuliert oder überlegt. Ich will hier nur mal verdeutlichen, dass man immer zu knapp kalkuliert. Gebt euch da eher tendenziell mehr Zeit und plant für die Hauptberuflichkeit mehr Geld, als ihr jetzt gerade plant oder fühlt. Unter uns gesagt, wenn es am Ende zu viel ist, was ihr einnehmt, wenn ihr was übrig habt, werdet ihr euch nicht beschweren, ihr werdet euch nicht ärgern. Die Problematik ist nur, wenn es zu wenig ist. Und glaubt mir, es ist bei den wenigsten zu viel. Bei den meisten, die in die Hauptberuflichkeit wechseln, ist es zu wenig, was sie dann monatlich einnehmen. Punkt Nummer zwei, was ihr bedenken oder beachten müsst, ist folgender. Nebenberufler, die wir ja alle sind, 95% der Networker sind Nebenberufler, machen dieses Geschäft mit wie viel Aufwand am Tag? Richtig, mit 1 oder 2 Stunden Aufwand am Tag. Wofür? Für 500, 800 oder 1000 Euro im Monat nebenbei. Das verdient die große, breite Masse, um sich so diese kleinen Wünsche, Träume nebenbei zu erfüllen. Den zweiten Urlaub im Jahr, zweites Auto, was für die Kinder, ein bisschen Essen geben, was, ich weiß es nicht. So, und mit den 1 oder 2 Stunden am Tag, bitte beachten, war es damals bei mir so, hatte noch studiert, die meisten von euch haben einen Hauptjob oder eine andere Selbstständigkeit, man ist unheimlich effizient, weil man weiß, okay, ich muss erst mein Tagespensum runterarbeiten und dann am Abend oder wann auch immer habe ich diese 1 oder 2 Stunden und da kann ich telefonieren, da kann ich Kontakte machen, kann ich Ansprachen machen, da kann ich kontaktieren, da mache ich Social Media, da mache ich meine Calls, da telefoniere ich mit dem Team und bei den meisten ist es so, dass sie exakt für diese 1 oder 2 Stunden Aktivitäten haben, vertriebliche Aktivitäten, um diese 2 Stunden auszufüllen. Und die Frage ist jetzt, bei mir war es damals so, ich bin in die Hauptberuflichkeit gewechselt und hatte nicht nur zu wenig Umsatz und zu wenig Verdienst, ja, sondern ich hatte jetzt auch noch 8 bis 10 Stunden mehr Zeit, hatte aber keine Aktivitäten oder keine vertrieblichen Maßnahmen an der Hand, diese 8 Stunden auszufüllen. Und das muss ja erstmal das Ziel sein für die ersten 1, 2 oder 3 Jahre, 8 Stunden am Tag wirklich auch effizient zu arbeiten. Das heißt, wenn ihr in die Hauptberuflichkeit wechselt, dann macht euch vorher den Plan, insbesondere was die vertrieblichen Aktivitäten betrifft. Es geht nicht darum, beschäftigt zu sein, wer die vorhergehenden Videos von uns hier schon gesehen hat, sondern diese 8 bis 10 Stunden dann auch konkret auszufüllen mit etwas Umsatzgenerierendem. Und die meisten Hauptberufler sind zwar beschäftigt und busy, die denken, sie machen unheimlich viel, aber es geht um abrechenbare vertriebliche Aktivitäten dann am Tag. Also stellt euch die Frage, kann ich das ausfüllen? Ich konnte es damals nicht, deswegen, wie war das? Ich hatte meine 3.000 Euro Einnahmen, genauso wie vorher, hatte noch meinen Nebenjob aufgegeben. Das heißt, ich musste jetzt irgendwie,
Und dann kam noch eine Komponente dazu, die ich eigentlich auch jedem ersparen möchte. Das ist Druck. Also aus dem Wollen oder Können wurde über Nacht müssen. Ja, eine private Krankenversicherung, Rücklagen für Steuer und dergleichen. Und mein Umsatz ging erstmal nach unten, weil ich unterbewusst oder unbewusst Druck auf potenzielle Interessenten, auf Kunden ausgeübt habe, weil ich das vielleicht auch mal dem einen oder anderen Teampartner gegenüber ein bisschen uncharmant war. Und es war sozusagen wirklich ein Kampf auf Messerschneide, dann diese Hauptberuflichkeit auch zu bestreiten. Weil stellt euch jetzt mal vor, die meisten von euch sind ja angestellt. Jetzt stellt euch mal vor, ihr habt 2000 Euro netto Einnahmen aus eurem Hauptjob und ihr habt vielleicht noch einen Tausender sozusagen aus dem Nebenjob. Dann ist das hier ein festes Einkommen und da noch ein netter Zusatzverdienst. Selbst wenn ihr jetzt auf 2.000, 3.000 Euro mit dem Network-Job kommt und sagt, okay, das sind ja genau die 2.000 Euro, die ich im Hauptjob hatte, dann ist das ein bisschen Augenwischerei. Weil wenn euch sind die Steuern und Sozialabgaben schon weggerechnet aus dem Geld aus dem Hauptjob und aus eurem Verdienst im Network-Marketing. Da müsst ihr Steuern, Krankenversicherung, private Altersvorsorge und erstmal noch bestreiten. Das ist auch der Grund, warum ich gesagt habe, kalkuliert lieber ein bisschen mehr und ein bisschen länger diese kontinuierlichen Einnahmen aus dem Network, bis ihr in die Hauptberuflichkeit geht. Also das ist wirklich so, wie soll man sagen, das ist da wirklich auch so ein, man muss clever sein, man darf sich selbst nicht bescheißen und man muss wissen, das passiert und man muss letzten Endes auch kalkulieren, dass vielleicht mal ein Teampartner geht, dass mal Umsatz wegbricht oder dergleichen. So, das sind meine Ideen, meine Erfahrungen zum Thema Hauptberuflichkeit. Deswegen würde ich niemals als Führungskraft mehr jemanden da motivieren oder forcieren, in die Richtung zu gehen. Ich würde das wachsen lassen, ich würde das organisch wachsen lassen aus dem Team raus. Natürlich würde ich hin und wieder auch über die Möglichkeit der Hauptberuflichkeit reden, aber ich würde die Partner reifen lassen im sozusagen Nebenverdienst, bis sie wirklich pflückbar sind und für die Hauptberuflichkeit auch die Reife haben. In diesem Sinne interessiert mich wirklich jetzt mal eure Meinung, euer Konzept dazu. Vielleicht habt ihr eine spannende Strategie oder eine spannende Idee zu diesem Thema. Falls noch nicht geschehen, unbedingt den Kanal vom Rekrutier abonnieren. Lasst mir gerne ein Like da. In diesem Sinne, bis zum nächsten Video. Euer Rekrutier. Ciao, ciao.